So, liebe Freunde, willkommen zurück. Alpha 18 7 Days to Die. Das ist die fünfte Folge und die dritte auf dem Server. Da hinten fliegt ein Zombie, der schwimmt durch die Luft. Das habe ich auch noch gesehen. Theo und Rakan sind bei mir und wir haben das Wüstengebiet verlassen, mehr oder weniger. Und hier beginnt das grüne Biom. Hi. Juhu. Moin, wa. So, die Grafik sieht hier ein bisschen entzündet aus. Die Bäume aus der Distanz, das kennt ihr ja. Wir mussten die Grafikeinstellungen nochmal runterschrauben. Wie gesagt, ich habe in ja nicht so schlechten Rechner einen i7 und eine halbwegs vernünftige Nvidia-Grafikkarte. Trotzdem hat das jetzt in der Wüste unfassbar geruckelt. Das war für Theo und mich zumindest unspielbar. Deswegen nicht wundern, die Grafikeinstellungen sind nicht ganz so toll. Jetzt dafür läuft es jetzt wieder spielbar, ein bisschen flüssig. Ich muss nachher nochmal testen, ob das in den grünen Biom eventuell mit höheren Grafikeinstellungen auch funktioniert. Und ich suche jetzt, nebenbei soll ich Wasser holen, aber ich suche jetzt hauptsächlich gerade Honig, weil ich habe mir, wie man sehen kann, eine Infektion zugezogen. Als wir nach unserem Tod in dem Gebäude, das dort noch immer randalierende Schwein getötet haben und unsere Sachen zurückgeholt haben, habe ich mir eine Infektion zugezogen. Dort war nämlich auch noch der Zombiehund unterwegs. So, dort hinten das Haus an der Grenze in der Wüste. Da haben wir jetzt erstmal Quartier bezogen. Da werden wir allerdings nicht dauerhaft bleiben. Da ging es erstmal darum, auszubunkern, erstmal wieder einen Spawnpunkt zu setzen. Ne? Ich wollte ihn dazwischen quatschen, also hat er geschrieben. Ja, ich habe gesehen. Ich wollte gerade fragen, ob du mich nicht hören kannst, aber dann ist ja. Doch, ich kann dir hören. Dann weiß ich gut, weiß ich Bescheid. Alles gut, alles steht gut. Steht Rakan im Esszimmer. Rakan genau. Steht im Esszimmer, genau. Na, da höre ich ja auch hin. Ich suche gerade Baumstümpfe. Ich habe die auf meinem Solospiel relativ oft gefunden. Allerdings, wie das so ist, wenn man sie sucht, findet man sie natürlich nicht. Weil mit ein bisschen Glück in jedem zweiten, dritten ist dann meistens ein Glas Honig drin. Man kann sehen, die Infektion schreitet fort. Das begann mit 0,1% tatsächlich. Jetzt bin ich bei 4%. Ab einer bestimmten Stärke wird es schwierig. Ich glaube, Ausdauer lässt dann erst nach und so weiter. Ich bin nicht mal aus hier in diese komische Kiste hier. Ja, in meiner Kiste, wo ich gerade was gemacht habe, oder was? Nee, ich habe hier so eine. Ich habe extra eine Kiste für uns gebaut. Extra dafür. Die Performance ist immer noch nicht ganz perfekt, das ist schon deutlich besser. Ich habe auch die Sichtweite des Grases schon ordentlich zurückgeschraubt. Das kann man sehen, da hinten endet das Gras. Wie gesagt, also viele haben gesagt, dass die Performance der Alpha 18 besser ist als die in der 17. Das kann ich leider überhaupt nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Im Solospiel ging es eigentlich ganz gut vorhin. Die ersten zwei Folgen ist vorhin, weil wir alle jetzt hier an dem Tag aufgenommen haben. Und da lief das eigentlich mit ein paar kleineren Korrekturen sehr gut. Aber jetzt, seit wir hier auf dem Server spielen, habe ich echt Schwierigkeiten. Ah, ein Baumstumpf. Drückt mir die Daumen. Such ruhig weiter, dass du gleich ein paar mehr hast. Ja. Naja, ich will ja auch noch Wasser holen. Ja, ja. Bin ja nur. Ja, das war schon mal nix. Baumstumpf, Baumstumpf, Baumstumpf. Ein Kühlschrank packe ich. Achso, ist gerade ein Kühlschrank. Dann packe ich in den Herd das Wasser rein, ja? Hier gibt es übrigens Kohle ganz in der Nähe von unserer Hütte im grünen Biom. Jo. Und die leeren Krüge mache ich da auch rein und drei Wildbrett habe ich auch noch. Kann ich die Knochen auch da in die Kiste rein tun, ja, oder? Ja, mach mal. Ich hab noch eine Dose mit Birnen gefunden, falls einer einen Kuchen backen will von euch beiden. Ich mag das gerne. Um Birnenkuchen ist noch was Feines. Messing habt ihr auch noch nicht abgelagert, ne? Schatzkarte tue ich auch rein, ne? Jojo, mach mal.
Wenn ich denn ausgemistet hast, sag Bescheid, weil dann mache ich auch noch was drin. Ne? Achso, ich kann mal meinen Schlafsack oben hinpacken, wa? Ja, kannst du. Ich will aber nicht auf dem Klo schlafen, da könnt ihr vergessen. Ich tu doch da ins selbe Zimmer, wo ich bin. Na, wir haben doch schon da einen Schlafsack. Oh ja. So, ich bin raus aus der Kiste. Sehr gut. So, Knochen halt auch noch. Das Wildbrett packe ich da mal zum Essen mit hin, ja? Habe ich unten in die Kiste reingetan. Ja, habe ich jetzt dahin gemacht, wo... Ja. Na, sag mal eben. Das Feuerchen ist oder so. Ja, genau. Eventuell sollte ich aufhören, gezielt nach so einem Baumstümpfen zu suchen, weil wenn man das macht, findet man es eh nicht. Was ist denn eigentlich hier in den Herteig das Fleisch drin gemacht? Jetzt hätten wir, warte mal, 6, dann könnten wir wieder Fleisch, dann könnten wir wieder was kochen. 5-mal ist einmal Fleisch, ne, gebraten. 5 Rotfleisch ergibt ein Fleisch. Das war früher ein bisschen weniger, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich brauche 2 oder 3 brauchte ich damals, ne? Ja, waren schon immer mehrere, ja, ja, auch beim Gegrillten. Ganz am Anfang wartet mal immer einmal normales Fleisch, ergab ein gebratenes Fleisch, was ja auch relativ normal ist eigentlich. Ja. Kenne ich so von zu Hause. Ich hab ja, muss ja auch nicht 5 Schnitzel in die Pfanne schmeißen, um eins rauszukriegen. Jetzt sei denn, mein Hund steht neben mir, dann kann das schon mal passieren, aber umgedreht. Wenn ich 5 Schnitzel in die Pfanne werfe, dass bloß noch eins übrig ist. Das ist ja wieder was anderes. Ich finde keine weiteren Baumstümpfe. So, das Wildbrett packe ich auch in den Herd drin. Ja? Eisenerz, wir haben hier in der Nähe auch Eisenerz. Eisenerz, Blei und Kohle habe ich bis jetzt gefunden. Finde ich gut. Jo. Tja, meine Herren, das sieht schlecht aus. Wollte ich gerade sagen. Ich muss mich Schluss machen, langsam mal ackern gehen. Ready machen, ja, nee, ich fange ja später an erst. Wir sehen uns morgen früh wieder, Theo. Gehe ich von aus. Also mach nicht so lange. Nee. Ja. Kann's ja nicht. Scheiße, immer noch keine Punkte. Ruhigen Dienst, Theo, mach's gut. Ja, danke schön. Ja, und es gefällt das Spiel, ne? Ja, wie gesagt, das gefällt, aber an der Performance müssen wir noch was machen oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist das Einzige, was extrem gestört hat am Anfang. Also das war jetzt richtig krass. Also dass ich das so weit runterschrauben muss, hatte ich selbst mit meinem alten Rechner nicht und ich habe jetzt einen relativ guten. Also das ja, ist schon. Ja, meiner ist gut, meiner ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Der nimmt aber noch recht viele Spiele an. Aber ich weiß, dass ich. Ja, ich kann Spiele wie Battlefield hier mit voller Stärke spielen, ja. Und das ist ja nur wirklich ein bisschen. Also ich habe auch schon 2 Spiele gekauft, die konnte ich nicht spielen. Ich weiß nicht warum. Das Spiel fängt an, ganz normal, aber du hast dieses grün flacker flimmern, so in grün. Das sind aber was anderes, das ist keine Performance, da ist da irgendwas anderes nicht in Ordnung. Ja, aber was ist das? Also ich hab ein Tool auf meinem Rechner, was mir regelmäßig mitteilt, wenn es sobald ein Update für meine Grafiktreiber gibt, dass ich da immer auf dem neuesten Stand bin. Ja klar, natürlich. Aber das ist auch nur bei 2 Spielen und nicht mal das Neueste unbedingt. Es gibt Spiele, die sind einfach nicht kompatibel. Ne? Wenn man überlegt, wie viel PC-Konfiguration das auf der Welt gibt, die Programmierer können natürlich nicht alle vorhersehen und dann gibt es manchmal eben Spiele, die auf einem bestimmten PC einfach nicht funktionieren. Ja. Hatte ich auch schon. Schade. Ich habe mir vor vielen Jahren mal Rage gekauft, da gibt es jetzt Rage 2 ist ja jetzt rausgekommen und ich kann das bis heute nicht spielen. Ne? Also Rage ist geil. Ja, ich konnte das nicht spielen, ist immer abgestürzt, gleich am Anfang. Also Rage 1 habe ich also oft gespielt, also nicht nur einmal.
Ich habe das für teuer Geld gekauft und nie gespielt. Wie gesagt, weil es nie funktioniert hat bei mir. Ja, ich habe mir da auch eins gekauft. Warte mal, was war das? Kann ich hier kurz mal gucken? Ich grätsch mal ganz kurz dazwischen. Ich habe da mal eben so ein Alien gebaut. Da ist Nitrat zum Abbauen dann, ne? Jo. Mach mal. Ja. Ich habe mir gekauft hier Hellblade. Ja. Klang ganz gut. Aha. Ja, ich sehe nur Sacrifice. Aha. Ja. Geht wohl ums Metzeln. Aber wie gesagt, hat dieses Flackern denn da drin, dieses grüne Flackern. Das geht gar nicht. Aber ich schätze mal, es liegt am Rechner, weil der ist ja jetzt auch schon 4-5 Jahre alt. Ja, ist damals gut. Manchmal hilft es, bestimmte Effekte auszuschalten, wenn so ein Grafikflackern dabei ist, so Schatten oder irgend sowas, wo man das abschalten kann. Ja, ich hab's versucht bei einigen Sachen, aber vielleicht bin ich nicht weit genug gegangen. Na gut, nichtsdestotrotz, jo. Ich muss jetzt Schluss machen. Jo, bis dann, bis neulich. Viel Spaß. Ciao. Tschüss, bis morgen früh. Jo, eingehauen. René, wenn du einen Baumstamm findest, ne, immer schön wegkloppen. Ich bin jetzt eben noch mal in die Wüste gerannt, um Wasser zu holen. Jo. Ich denke mal, dass wir nachher im grünen Biom auch irgendwo ein Wasserloch finden. Oh, fuck. So, ich stelle vor, einen der neuen Kojoten im Spiel. Hat mich jetzt auch gerade wieder wund geschlagen. Und damit konnte ich das gerade schön demonstrieren, dass auch Raubtiere, wenn man sie genügend verletzt hat, versuchen abzuhauen. Da ich es nur noch 39 Leben habe wieder, verkneife ich mir das mal dem zu folgen. Neben Kojoten sind neu ins Spiel gekommen Berglöwen oder Pumas, laut der Patch Notes. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen und ich hoffe auch nicht, dass ich die jetzt hier finde, weil das wäre dann mein Ende. Oh. Da ist das Wasser. Hier, so sieht übrigens Ölschiefer aus. Ne? Das ist jetzt also auch ein Gestein, so ein schillernder Gestein an der Oberfläche. Wie, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, man sieht, kann jetzt alle Erze an der Oberfläche erkennen. Ne? So, 21 Dreckwasser geholt. Sehr gut. Meine Infektion ist jetzt bei 6,8%. Mein Leben ist bei 40. Hunger habe ich auch und Durst. Also, wie gesagt, zombie-mäßig ist es einfacher geworden. Wir haben jetzt hier auch schon seit einiger Zeit keinen einzigen Zombie mehr gesehen. Ne, das ist uns ja nicht so richtig aufgefallen, aber es ist so. Und allerdings haben wir permanent Hunger, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja, meine Frau guckt den Fernseher, ich krieg immer einen Herzinfarkt, wenn die bei ihr da schießt, ne? Ja, und ich hab hier echte Zombies daher, das ist Das ist nicht wirklich förderlich für mich. Sagt deine Frau, sie muss The Walking Dead nebenbei gucken. Dann nein, hör auf. Scheiße. Ja. Geht gar nicht. Ich habe hier eine kleine Hütte gefunden. Im Grünen, ja, oder was? Ja, ja. Mhm. Da steht auch oben irgendwas dran. Was steht da dran? Earlys oder Els. Ja, jetzt brauche ich auch Honig. Zombie oder was? Halt, gibt's doch wohl nicht.
Ich peitsche mich hier nur mit irgendwelchen Drogen hier mit meinem Leben wieder nach oben. Da ist noch ein Haus. Ja, lange können wir hier auch nicht bleiben, definitiv nicht. Das ist kein Haus, was wir hier großartig verteidigen können. Aber hier war schon mal einer, hier ist alles gelootet. Na, ja, Theo ist ja hier lang gelaufen, hat doch erzählt. Deswegen wussten wir ja, dass hier grünes Biom ist. Wisst ihr, wenn Theo sagt, er kommt, ja, ich komme, dann ist er trotzdem mit irgendwie beschäftigt, irgendwas zu looten oder irgendwas zu jagen oder irgendwas. Ja. Ne? Jo. Ich tu mal meinen Kram aus der Kiste oben aus dem Schlafzimmer unten in deine Kiste, damit wir alle zusammen in der Kiste haben. Mhm. Da ist noch ein Stück Fleisch drin gewesen, ne? Aha. Nee, nicht in der Kiste, sondern den Herd, der da gebaut wurde oder der original eigentlich drin ist. So 8% 8% Infektion. So, ich werde jetzt nochmal losdüsen und gucken, ob ich irgendwo noch einen Baumstamm gefunden habe. Beziehungsweise ich warte erstmal noch die 30 Sekunden, bis das Essen durch ist. So, wollen wir mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Wie gesagt, ich hoffe darauf, dass jetzt die Tage performance-technisch noch ein bisschen besser wird. Ich werde auch nochmal schauen, dass ich vielleicht meinen Grafiktreiber nochmal aktualisiere. Der ist aber eigentlich bei mir immer aktuell. Ich habe da so ein Tool für, was dafür sorgt. Nochmal durchgucken, was man vielleicht an die Grafikeinstellung noch ändern könnte, weil momentan ist die Grafik wirklich am Boden. Weniger kann man schon fast ja nicht mehr einstellen. Dafür läuft es halbwegs flüssig. Insgesamt gefällt mir die Alpha 18 ganz gut, muss ich sagen. Die Änderung, wie gesagt, Performance ist bei mir ganz scheiße. Aber alles in allem freue ich mich darauf, wie es weitergeht. Ich hoffe, es geht bald weiter. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.